Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Die Festivalsaison hat wieder angefangen. Selbstverständlich bin ich wieder unterwegs, hier gerade in Frankfurt beim World Club Dome. Wir gehen jetzt los und fragen die Leute mal, wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt natürlich auch gerne mal komplett offen und ehrlich jetzt in die Kommentare schreiben oder es ehrlich beantworten. Wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Carsten hinter der Kamera, mein Name ist Marc Eggers. Naja, komm rein. Servus, hallo, servus, kommst du aus? Bist jetzt drin, Anmod sogar. Natürlich, schöne Grüße an Motar. Oh, letzte Mal Sex bei dir? Vorgestern. Oh, mit wem? Mit meiner Verlobten. Oh, du bist verlobt? Ja. Wo ist der Ring? Meine Verlobte hatte noch. Wer bist du? Ich bin die Laura. Oh, willst du mich gerade umarmen? Nein, nein. Hältst du dich irgendwo fest? Wir fragen die Leute, wann sie das letzte Mal Sex hatten. Boah, warte. Letzte Woche von Sonntag auf Montag. Okay, kennt man ihn? Also war das so One-Night-Stand? Kennt man nicht. Aber ist auch kein One-Night-Stand. War kein One-Night-Stand? Aber auch kein Freund. Freundschaft plus? Ja, ja, genau sowas. Und? Warum? Weil er ordentlich was in der Hose hat. Wir viben. Ja, er muss auf dieselben Sachen stehen. Also, man muss sich sexuell irgendwie anziehen. Weißt du, was ich meine? Was zieht dich sexuell an? Nein, optisch. Muss mein Type sein. Ah, okay. Was ist so dein Type? Oh, ich mag Schokobabys. Schokobabys? Ja. Da fühle ich mich direkt angesprochen. Man denkt wirklich, du hältst dich hier so charmant fest. Aber das ist ja geil. Siehst du das, Carsten? Also wir machen Video, kein Foto. You know. Jetzt weiß ich Bescheid. Yeah. Ich werde zum Schokobaby. Okay, okay, okay. Du fragst manchmal nach einem Kuss, oder? Nee, nein. Also das würde ich wirklich nicht fragen. Ehrlich, du bist der größte Motherfucker. Nee, ich frage heute tatsächlich sehr seriös, wann du das letzte Mal Sex hattest. Mein letztes Mal Sex? Ja. Heute Nacht. Nein! Doch, wirklich! Ja, beim Festival oder was? Nein, mit meiner Freundin. Ich habe eine Freundin und Traumfrau gefunden. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Aber die ist nicht mit dabei? Doch, die ist dabei. Die ist gerade auf Toilette. Okay, alles klar, okay. Sag jetzt Interview. Ja, ja, ja. Die ist auf Toilette, hat da jetzt Spaß. Ja, ja, natürlich. Nee. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Vorgestern. Eine längere Bekanntschaft oder so ein One-Night-Stand? Beides. Es war eine längere Bekanntschaft und ein One-Night-Stand. Danach ging nichts mehr? Nö. Wie lernst du am besten Frauen kennen? Ja, einfach so. Beim Feiern, beim Saufen, beim Flirten, so. Ach, heute Nacht auch auf entspannt? Ja, mit Freunden. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 11.11.2022. Oh, Bro, Karnevalsbeginn. Ja, natürlich. Beste Datum, das kann doch was werden. Meine Eltern sind auch seitdem zusammen. Mach's gut, Hanna. Zwei. Oh, Digga, Hanna, vorsichtig. Schatz, ich liebe dich. Wann die Leute das letzte Mal Sex hatten? Oh je. Diese Woche. Diese Woche? Ja. Gut. Gut, gell? Mittwoch. Mit Freund? So ähnlich. Freundschaft plus. Bei dir? Am Donnerstagabend. Weißt du, was die für eine Konstellation hat? Ja. Was das für eine ist? Ja, ein Lieber. Oh, im Bett auch lieb. Kein Kommentar. Der hat direkt Wasser rausgehauen. Dortmund 4-4 Nordstadt, da wo man das letzte Wort hat. Gestern. Mit wem? Freundin. Ja, dann ist okay. Wie lange schon? 2 Jahre jetzt fast. Aber ist noch gut dann alles oder was macht man nach 2 Jahren? Wird's langweilig? Ich glaube, man verbessert eher. Oh, zum Beispiel, was habt ihr verbessert? Also man verbessert eher die Technik. Das geht auf deine Kappe. Ganz genau, das geht auf meine Kappe und sie versucht halt mitzuhalten. Auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Was ist deine Technik? Ist eine gute Frage. Ja. Verbesser die mal. Ja, okay. Ey, das ist krass. Wirklich schon sehr lange her. Ich glaube schon 6 Wochen oder so. Warum? Weil ich nicht mit jedem x-beliebigen Mann ins Bett gehe. Okay, und wer war es vor 6 Wochen? Dortmund 4-4 Nordstadt, da wo man das letzte Wort hat. Und ein Mann, den ich sehr, sehr, sehr lange kenne. Okay. Also wirklich viele Jahre und wir hatten halt immer wieder, wenn wir Single sind, so Freundschaft plus. Okay, aber kann was Ernstes draus werden? Ich hab's mir erhofft, aber er möchte keine ernste Beziehung. Jetzt haben wir einen, der wahrscheinlich körperlich keine Probleme haben wird, Frauen zu klären. Ja, wird okay sein. Ey. Wird okay sein. Ist fast wie bei mir. Ich mach kurz den Vergleich, dass du einmal weißt, ich will ihn nicht einschüchtern, Digga. Ja, ja, ich will ihn nicht einschüchtern. Mir das auch wirklich, dass ich vor 6 Wochen das letzte Mal Sex hatte. Es gibt ja hier so manche, die sagen... Ob ich dir das glaube? Ja. Nein. Wirklich nicht? Nein. Was hast du denn gedacht? Was denkst du denn? Wenn du mich lieb, was würdest du denken? Nee, also was ich denken würde, so vor 2 Jahren.
zwei Tagen. Ja? Mit Freundin oder? Ja, so eine Bekanntschaft. Was bedeutet Bekanntschaft? Ja, F plus sowas in der. Oh, aber schon länger? Seit 3 Wochen. Okay, was zeichnet sie als Freundschaft plus aus? Ja, sie ist eine sehr nette Frau. Vielleicht wird das mehr draus. Ach so, ja. Aber bei Freundschaft plus geht es ja meistens nicht um Nettigkeit, sondern um die sexuellen Aktivitäten. Ja, das wird sein, ja. Ja, was ist da so ihr Steckenpferd? Also sie kann gut lutschen. Ja, genau. Das habe ich mir was gedacht. Jetzt müsst ihr euch erstmal vorstellen. Also der Benji ist mein liebster Arbeitskollege. Welchen Beruf übt ihr aus? Wir sind Geldwäscheberater. Wirklich? Ja. Also ihr kannst die Frage sehr gut stellen, mir am besten heute gar nicht. Oh Mann, gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz. Wie nennt man das nochmal? Wie wenn du untervögelt bist. Ah ja, schüchtern oder schüchtern. Wie nennt man das nochmal, wenn man untervögelt ist? Ah, schüchtern, alles klar. Bei dir letztes Mal? Eine Woche. Mit wem? Situationship. Mit dem Ex-Freund. Nein. Also ich kann gut lutschen. Wann war dein letztes Mal Sex? Ja, ich wusste. Ich habe mir die Leute rausgesucht, die ein richtig gutes Langzeitgedächtnis haben. Vor einer Woche, zwei. Oh. Letztes Mal Sex, vor 2 Wochen. Hast Freundin? Nee, ich habe keine Freundin. Mit jemandem, den ich ein bisschen so andate, weißt du? Aber ist auch kein One-Night-Stand. War kein One-Night-Stand? Aber auch kein Freund. Ey, ich habe das heute öfters gehabt, dass Leute ein bisschen andaten, aber... Ja, heutige Gesellschaft ist ja nicht mehr so Bindung, sondern mehr so, weißt du, hier und da ausprobieren. Ne? Wie wichtig ist dir denn, dass es auch beim Sex läuft? Sehr wichtig. Ja? Also ich glaube, auch ein Relationship so, ne? Baut ja irgendwo auf dem Körperlichen auch auf. So, damn! Und jetzt Posing Session! Komm her. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Vor 2 Wochen. So lange her? Ja, Bruder, ich habe viele Termine. Was zum Beispiel? Letzte Woche. Mit wem? Mit dir, Digga. Nee, leider nicht. Was, Freundschaft plus oder was Ernsteres? Ja, nee, F plus. Was zeichnet sie aus? Sie kann gut lutschen. Geile Sau. Ja? Ja. Drecksau auch oder nur geile Sau? Richtig Drecksau. Digga, Drecksau halt, was soll ich das sagen? Ja, aber guck mal, viele Leute... Du weißt, was ist Drecksau? Ist halt Drecksau. Macht das wissen die Leute nicht. Ich weiß es, aber die Leute, du musst erklären. Macht alles mit. Alles? Alles. Vor 4 Tagen. Hast du einen Freund? Nein. Oh, wer war's? Ich bin der Chef vom World Club Dome. Jemand. Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat auf Torte Henne reagiert. Auf die Show, in der ich war. Ah, du, oha. Hattest du da was? Nein. In der Show? Ob ich da Sex hatte? Ja. Nee, er hat darauf reagiert, dann habe ich mit ihm zusammen Reactions gemacht und dann hat es halt... Kennt man harmoniert. Ihn? Weiß ich nicht. Warte mal, zusammen Reactions gemacht? Wem war das so? Was Ernstes oder nur so ein bisschen One-Night-Stand-mäßig? Immer ernst. Kannst du mal die Brille abnehmen, in die Kamera gucken und sagen, immer ernst? Immer ernst. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Gestern. Ja? Ja. Feste Freunde? Zählt es als Sex? Nee, ich hatte gestern Sex, ja. Keine feste Freundin? Nein. Okay, One-Night-Stand? Auch nicht. Aber ist auch kein One-Night-Stand. War kein One-Night-Stand? Aber auch kein Freund. Bist du einer, der eine braucht? Überhaupt nicht, gar nicht. Würde man nicht denken. Oh. Ne? Man würde denken so, ey, Yassin, ey, der will unbedingt so Turbo f***en und bla bla bla, 4-5 Stunden. Nee, ich bin ganz geil, also ich find's ganz geil, wenn ich eine Frau hab, die ich anschaue und wir fühlen uns einfach so. Schön, geschmeidig Sex, 15 bis 20 Minuten, man liebt sich, man küsst sich. Danach gehen wir zusammen duschen, lachen, bestellen uns eine Pizza. Dortmund 4-4 Nordstadt, da wo man das letzte Wort hat. So Leute, wir sind am Ende der Umfrage angekommen, World Club Dome. Hier hinten geht noch richtig die Post ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir haben die Leute mal gefragt, wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Mein Name ist Marc Eggers, Carsten, hinter der Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, abonnieren nicht vergessen und selbstverständlich in die Kommentare schreiben, wann war es denn bei euch das letzte Mal? Ich bin raus, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Manchmal muss man auch Betriebsgeheimnisse bei einem lassen.